Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie wir die Klasse Spieler, die wir im vorherigen Video mit erstellt haben, weiter modifizieren können, damit sie genau das repräsentiert, was wir eigentlich wollen. Und bevor ich das mache, werde ich die entsprechenden Klassen noch in eigene Dateien schieben, damit ich nicht alles in einer Datei habe. Ich würde Ihnen auch empfehlen, für Ihren Produktivcode, dass Sie pro Datei einen Typ machen, also ein Interface, eine Klasse oder irgendwie eine Struktur, je nachdem. Ganz einfach, weil wir dann im Solution Explorer dann relativ schnell zur entsprechenden Klasse kommen können. Okay, dann schauen wir uns die Klasse Spieler mal an, die ich schon geschlossen hatte. Und wir sehen jetzt hier genau an dieser Stelle, dass wir ein Feld erstellt haben, das read-only ist, in dem letztendlich die Spielsteine verwaltet werden sollen. Und wir wollen jetzt eben einen Konstruktor zu dieser Klasse hinzufügen, damit wir diese Spielsteine tatsächlich auch erhalten, weil wenn jetzt Spieler erstellt würde, dann sind die Spielsteine natürlich null. Das heißt, wir bekommen hier eine Liste von Spielsteinen. Und wir weisen das diesem Feld zu und machen natürlich vorher auch noch einen Null-Check, damit wir sicher sind, dass hier uns nicht Null übergeben würde und wir diese Spielsteine später nicht nutzen können. Ja, was mir an dieser Klasse auch noch fehlt, ist, dass hier der Spieler keinen Namen hat. Und auch das werde ich eben mit hinzufügen, dass der Spieler einen eindeutigen Namen hat. Und auch das werde ich eben hier im Konstruktor initialisieren lassen. Und auch hier möchte ich eben sicher gehen, dass der Name nicht null ist. Und zusätzlich möchte ich auch sicher gehen, dass er nicht irgendwelche Whitespaces oder so enthält. Deswegen benutze ich hier isNullOnWhitespace. Das ist eine statische Methode auf der Klasse String. Und die gibt eben true zurück, wenn wir hier null bekommen oder dieser String ein leerer String ist oder nur Leerzeichen enthält. Also das ist nicht erlaubt. Und damit man den Namen natürlich auslesen kann, möchte ich hier den Namen auch zurückgeben. Und genauso möchte ich auch die Spielsteine hier mit zurückgeben, damit man hier eben ablesen kann, wie viele Spielsteine er denn gerade noch hat. Also ich habe hier einfach zwei Eigenschaften automatisch erstellen lassen mit den jeweiligen Get-Methoden für Name und Spielsteine. Ja, und das wesentliche Element, was leider nicht so im Text herausgekommen ist, ist ja, dass der Spieler einen Zug spielt. Und wir haben ja aus dem Text herausgelesen, dass es dass die Spieler abwechselnd am Zug sind. Und deswegen erstelle ich hier auch eine Spiele-Zug-Methode, in der jetzt eben der Spieler einen Spielstein nimmt und in eine Spalte legt. Und damit wir hier eben wissen, in welche Spalte er sie denn setzt, müssen wir diese Spalte hier auch bekommen. Und damit das Ganze auch korrekt ist, gebe ich hier natürlich noch einen Guard Clause an, damit Spalte ja nicht null ist, wenn diese Funktion hier aufgerufen wird. Ja, und das Wesentliche, was der Spieler macht, ist ja, er nimmt einen seiner Spielsteine Entschuldigung, wir möchten natürlich bloß einen haben und stecke ihn in die Spalte. Und wir nehmen eben ein Element von einer Collection, indem wir hier sagen, das ist der oberste Spielstein. Das könnte man beispielsweise machen, indem man jetzt sagt, Spielsteine an der Stelle 0, wenn man das möchte. Das wäre jetzt eben am vorderen Ende der Collection. Und damit dieser Spielstein dann auch tatsächlich weg ist, übernehme ich das Ganze natürlich noch mit einem remove at
Zero, dass wir genau an dieser Stelle hier etwas wegnehmen. Und dann möchte ich eben etwas in diese Spalte hineinstecken. Und ich lasse hier jetzt eben diesen Spielstein fallen. Und damit ist im Prinzip ein Zug, den der Spieler gemacht hat, fertig. Man hat eben vorher über andere Mechanismen eine Spalte ausgewählt, die wir dieser Spielezug-Methode übergeben. Und hier passiert dann eben nichts anderes, als dass in diese entsprechende Spalte der Spielstein, der oben ist, hineingesteckt wird. Und dieser Code ist eigentlich so prägnant, dass man diese Kommentare eigentlich wegnehmen kann. Also man könnte diese Sache hier noch vereinfachen. Das werde ich vielleicht später in einem Refactoring-Video auch machen. Aber prinzipiell ist es eben so, dass wir genau das, was der Spieler während eines Zuges macht, hier in dieser Methode abgekapselt haben. Und das ist sehr einfach lesbar. Vielleicht kann man es ja noch etwas besser machen. Okay, und damit ich jetzt überprüfen kann, ob hier das Richtige passiert, könnte ich mir noch Tests schreiben. Dazu werden wir im nächsten Video kommen, wie wir hier zu dieser Spielerklasse jetzt einen Unit-Test schreiben können, der eben sicherstellt, dass Spielezug hier das Richtige macht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!